Hallo und herzlich willkommen in ganz ungewohnter Umgebung. Ja, wir sind wirklich wieder drin. Ich kann es auch nicht glauben. Ich habe meine gute alte Robina mal wieder ausgepackt und mich eine Woche jetzt, bevor das neue Addon rauskommt, mal wieder ein bisschen dran gehockt. Und ja, spiele jetzt hier den ersten Teil, die Einstimmung auf den Ansturm der Eisernen Horde. The Iron Horde, wenn ihr die Beta ein bisschen mitverfolgt habt und auch die paar Folgen und Videos, wo ich gemacht habe, dann habt ihr sicherlich schon mitbekommen, wie es dann nachher drüben auf Draenor aussieht. Und ja, wir spielen jetzt hier den ersten Teil draußen und der gute Thrall in seinem schönen Model steht auch schon dran. Und ja, wir sind in verwüsteten Landen und dort hinten ist das dunkle Portal. Und ja, wir müssen jetzt die Eisene Horde schon mal ein bisschen aufhalten. Und der gute Thrall hier. Willkommen in Orgrimmar. Ja, danke. Seid ihr gekommen, der Horde zu dienen? Ja, das sind wir sicherlich gekommen. Der gute Thrall hat für uns ein paar Aufgaben. Ein grausamer Feind ist in Azeroth eingedrungen, der die Weltherrschaft an sich reißen will. Oh, wollen sie das nicht alle? Das wollte schon Kel'Thuzad, das wollte schon... Hier, Deathwing, ja, naja, aber egal. Wir müssen schnell handeln, um den Chaos Einhalt zu gebieten. Und haben hier zwei Quests. Zum einen, einen Moment, muss ich hier da drüber gehen? Ich habe Sperrpatzatzik geschickt, damit er sich das Portal näher anschaut. Er hätte längst zurück sein sollen. Warum dauert das so lange? Das passiert, wenn man Goblins als Helfer anheuert. Das hat allerdings nicht das Schwall gesagt, oder? Okay. Unsere Truppen haben den Kanonen der Eisernen Horde nichts entgegenzusetzen. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch durchhalten. Unsere Streitkräfte sind bereits zu stark dezimiert worden. Wir müssen diese Kriegsmaschinen irgendwie aufhalten. Und die letzte. Es wird berichtet, dass sich das dunkle Portal kurz vor dem Angriff rot gefärbt hat. Sie nennen sich die Eiserne Horde. Ihre Armee ist extrem gut ausgerüstet und es scheint unendlich viele von ihnen zu geben. Sie haben bereits Burg Okrillon und Burg Nethergrade Guard eingenommen. Unsere Truppen an der Front könnten eure Hilfe gebrauchen, Jägerin. Okay. Und hier schleichen schon ein paar rum. Hier, ich hau dich mit dem mal an. Hier. Gut. Und ich habe natürlich auch wieder die Unterstützung von meinem kleinen Farming hier. Und offenbar gehen auch meine ganzen schönen kleinen Fähigkeiten gehen hier nicht mehr. Aber wir probieren es trotzdem hier mal. Mischt. Jetzt muss ich erstmal wieder. Ja, die Maschinenfunktionen gehen nicht mehr, aber. Das ist schade. Müssen wir halt mal nachher mal einrichten. Wir haben ja auch noch ein paar Tage, oder? Ich hoffe, dass ihr mir nachher auch im Stream dann hier noch ein bisschen helft. Aber wir kümmern uns mal hier unten jetzt auch noch um die Kanonen. So. Da ist schon die erste. Ja, den müssen wir doch eh machen. Oder ja, komm, komm. Naja, mit der Einstellung mache ich natürlich null Schaden. Klasse. So, erste ist erledigt. Dann holen wir uns die nächste. Weg. Hier können wir ja Gott sei Dank noch fliegen. Ich habe ein Ziel. So, ich habe auch was mitgebracht. Eine ramponierte Rüstungsfragmente. Ich muss auch erstmal meine ganzen Addons wieder einstellen. Das ist echt total ungewohnt. Wenn man plötzlich hier wieder im Spiel drin ist und man feststellt, mischt, es geht gar nichts mehr. Die ganzen Raid-Tools braucht man nicht mehr. Und ja, bei den Nordmännern sollte man vielleicht auch noch mal. Weil nach der langen Zeit wird man halt eben auch hier sehr, sehr stark degradiert. Schade. So, hier noch einmal. Oshi, hallo? Dankeschön. Und wo soll jetzt diese... das Teleskop sein? Das soll da vorne irgendwo sein. Ich sehe da kein Teleskop. Wir laufen meistens. Ich
bin außer Reichweite. Komm schon, Fushi. Danke. Weiter in die Richtung. Ach, da oben auf dem Berg steht's. Und wer ist das hier? Ach, der gute alte Khadgar. Was will die Rinde denn hier? Ich dachte, den sehen wir erst nachher drüben. Ich war nur einen Augenblick zu spät. Euer Späher ist tot. Das hier ist schlimmer, als ich es mir je vorgestellt hätte. Die Invasion der Eisernen Horde hat begonnen. Seht selbst. Okay. Wir schauen rein. Oh ja. Ich muss Kriegshäuptling Vol'jin umgehend Bericht erstatten. Bleibt wachsam, Jägerin. Finstere Zeiten liegen vor uns. Und ein neues Add-on. Ich freue mich, dass trotzdem. Gut, da unten gibt's noch. Hier. Oh, die Grunzer. Noch nicht bereit. Oh, ich kann's ja echt nicht spielen. Ich muss zuerst etwas anderes. Das müssen wir echt noch hier irgendwie anders machen. Ab nächste Woche Mittwoch machen wir dann auch einen schönen WoW-Marathon. Beziehungsweise ab Donnerstag Nacht dann natürlich, wenn das Ganze losgeht, werden wir hier das Ganze schön im Twitch dann livestreamen auch nochmal. Und ihr könnt natürlich schön auch mit dabei sein. So, die Quests sind erledigt. Gehen wir zurück zu Thrall, geben ihm die Hand und sagen Hi. Fühlt sich echt alles noch ein bisschen arg ungewohnt an. Hier noch ein gutes Raumblatt. Mein Gatherer weiß natürlich auch nichts mehr. Oh, das ist so deprimierend. Es fühlt sich an wie ein neues Spiel. Skorpid haben wir schon. So. Lokter, was ist euer Wunsch? Lokter! Akamagos, Champion, eure Anwesenheit auf dem Schlachtfeld hat die Truppen bestimmt motiviert, hä? Ach so. Willkommen in Orgrimma. Die eiserne Horde wird eine Weile brauchen, um diese Verwüste zu reparieren. Tromka, Robina. Lokter, was ist euer Wunsch? Wir konnten einen Großteil unserer Schlachtpläne nicht umsetzen. Wir werden garantiert beobachtet. Die Eiserne Horde setzt wohl überall in den verwüsteten Landen Späher ein. Der Sieg entgleitet uns. Tötet 5 Späher. Die waren doch hier überall. Die Späher. Und AIM haben wir auch hier. Im Kopf? Ey, Chefin, der alte Kriegshäuptling Vol'jin hat mir ein paar Schattenjäger geschickt, die sich für euch umsehen sollen. Wenn ihr hört, dass da draußen was los ist, von dem wir wissen sollten, sag ich Bescheid. Das ist nicht gut. Die eiserne Horde macht uns jede Menge Ärger. Wir müssen fertig zu werden. Okay, machen wir. Ah, da hinten. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Danke. Grüße. Ach, da hinten auch noch mal einer, oder? Das ist zu weit entfernt. Wieso schicken die denn noch Frauen? Sind wir hier bei Isis oder was? So, die nächste hat sich auch verabschiedet. So, was will er jetzt? Gefangene genommen. Es besteht kein Zweifel, dass sie Informationen aus ihm rausquetschen wollen. Ich fürchte, dass sie die Gefangenen hinrichten werden, wenn das mit ihrem Verhör fertig sind. Die Zeit wird knapp.
Okay, und dann sollen wir einfach Dreh nochmal umklatschen. Und wo drüben bei der 1 wieder? Gut. Schauen wir uns hier nochmal um, ob wir hier noch ein paar... Da! Ist der hier auch? Nachdem wir hier schon Gut, hier drüben, da oben sehen wir doch noch eine. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. So, komm zu Papa. So, drei. Und da drüben sind es zwei. Ja, das sind zwei. So, danke schön. Quest erledigt. Geben wir die am besten noch schnell ab. Und dann kümmern wir uns um den anderen. Look, Ogar, Digger. Willkommen in Orgrimma. Seid ihr gekommen? Ihr habt wie viele Speer getötet? Kein Wunder, dass wir unsere Pläne nicht umsetzen konnten. Jetzt, da die Speer ausgeschaltet sind, haben wir eine größere Chance, die eiserne Horde zu überraschen. Makamagush, Robina. Danke. Gut, dann machen wir die andere Quest noch hier. Ich könnte eigentlich schon den Pegasus auch. Ich habe ja für das... für die BlizzCon haben wir jetzt einen Pegasus bekommen. Würde ich eigentlich gerne auch mal... Oder, ach nee, das ist für Hearthstone. Was haben wir für die BlizzCon bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach nee, da gab es hier nur das Pet. Gut, hier sind wir. Und wir sollen die Hinrichtung stoppen. Ah, hier, die drei. Okay, mal wieder, also ganz einfach hier. Wir sollen einfach nur diese Scharfrichter, die hier... Das sieht doch auch nach welchen aus. Und da fehlen jetzt irgendwie wieder die sie überhaupt irgendwie umschießen wollen. Okay, mein kleiner Bär. Eine gute Farming ist... Gut, danke. Schauen wir noch mal da hinten, das sieht doch auch nach einem aus. Klasse, wenn wir die wieder machen, dann kriegen wir natürlich wieder die ganze Bagage. Die zwei sagen auch gleich mal Hallo. Raus aus der Bombe. Ich brauche ein Ziel. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, war's das schon? Drei erledigt? Ja. Dann haben wir auch noch. Ach, das sind die alten Blätter hier, die brauchen wir nicht. So, geben wir die auch ab? Das ist so. Wenn man sich echt mal wieder einloggt, da hätte Blizzard die ganzen Jahre so viel machen können. Und das ganze Spiel halt eben ein bisschen aufpeppen können, dass wenigstens auch gerade solche. Ja, so die Add-ons auch ein bisschen irgendwie mitgespeichert werden. Aber klar, das wäre natürlich zu viel Speicher geworden. Es reicht ja schon, wenn sie die Makros mitspeichern. Das ist ja schon mal eine Riesensteigerung gewesen im Vergleich zu früher. Okay. Gut, die haben wir erledigt. Wie geht's denn so? Und dann
gibt's da drüben wieder beim guten Schwall. Gibt's die nächste Quest. Luktor, was ist euer Wunsch? Ich werde eine kleine Einheit hinter die feindlichen Lieren führen. Trefft euch mit mir am Schreckensfelsjägerin. Von dort aus können wir entscheiden, was wir als nächstes tun. Trefft euch mit Schwall hinter den feindlichen Linien. So. Na komm, dann reden wir gemeinsam. Ich wette, du verschwindest eh gleich wieder. Ist doch immer so. Die reiten immer 200 Meter und dann... Ah, verschwunden. Gut. So, da drüben ist schon das dunkle Portal. Sieht schon krass aus. Sind wir hier richtig? Hier haben wir noch vor Jahren immer nur die Schweine gesammelt. Wo ist er denn? Hier gerade eben hieß es noch, wir treffen uns hier und jetzt... Ach, da spawnt er schon. Willkommen in Orgrimma. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt, Robina. Es wird Zeit, sich gegen diese Invasion der Eisernen Horde zu stemmen. Gut, machen wir. Luktor, was ist euer Wunsch? Und schon kommen wieder neue Quests. Ah, klasse. Angriff auf Nesegarde. Die Eiserne Horde muss aus Narren bestehen, wenn sie glaubt, dass wir ihnen einen so strategisch wichtigen Ort wie Burg Nesselgarde überlassen werden. Wieso? Die war immer schon scheiße. Unsere Truppen lechzen danach, das Blut dieser Wilden zu vergießen, aber sie brauchen einen Champion wie euch, der sie in die Schlacht führt. Willkommen in Orgrimma. Seid ihr gekommen? Wir sollten mehr über unsere neue Feinde in Erfahrung bringen. Unsere Späher haben einige Lieutenants der Eisernen Horde identifiziert. Ihr Angriff ist so gut organisiert, dass er nicht nur auf Stammeswissen beruhen kann. Ihre Lieutenants haben sicherlich Zugang zu Geheimschlachtplänen. Ihr seid der einzige Soldat, dem ich diese Mission anvertrauen kann, Robina. Na gut, dann machen wir das. Seid gegrüßt. Und was will der hier? Nachdem die Eiserne Horde Nesagat erobert hatte, griffen wir an. Dort besiegten wir sie, doch brachte sie doch mehr Truppen durch das Portal und eroberte Burg Ogrillon. So viele Seelen haben diese Wilden die Körper genommen. Wir dürfen niemals jene vergessen, die ihr Leben in den Schlachten um Nesagard opferten. Wenn ihr irgendwelche Andenken an die Gefallen findet, dann bringt sie mir bitte. Okay, machen wir doch. Gut, gehen wir weiter. Hier gibt's noch ein Pflänzchen. Ich weiß, es bringt eh nichts mehr und keine Kohle, aber weiter. Oh ja, ich weiß noch, wie das war eigentlich immer der perfekte Punkt, um noch schnell ein bisschen immer sich aufzufrischen. Und gerade die Stufe vor Level 60 war hier natürlich wunderschön zum Skillen. Ah, hier können wir ein bisschen Schlachtplan holen. Dann sagen wir dann mach. Wollte ich gerade Masochisti vorlesen. Ja. Ah, ich muss mal irgendwas reinziehen. Komm. Kampffähigkeiten. Da ist mein Mehrfachschuss. Dann haben wir den mal hier drauf. Cobra hier rein. Oh. Oh, okay, das muss auch gleich deaktiviert werden. Dann nehmen wir lieber den. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, da haben wir schon die Schlachtpläne.
Und jetzt brauchen wir nur noch die anderen Schlachtpläne. Beziehungsweise die Andenken. Was hat der? Der hat nichts. So. Steinsägerin, die weiß auch nichts. Hier muss er irgendwo sein. Sagen wir mal hallo. Okay, das regt mich jetzt schon auf. Kampf. Wo war das hier nochmal drin? Die Fehler. Questziele, Statustext. Okay, muss ich nachher mal gucken. Und hier sollte doch irgendwas sein. Ach, hier sollen wir die Flagge hissen. Haben wir die bekommen? Hallo? Hier sollte eine Flagge sein. Hola? Ach, die hier. Okay, das könnte natürlich ein Grund sein. Ah, und hier, jetzt kümmern sich die Jungs um uns. Okay. Nikas Giftfläschchen. Ach, auf dem Tisch liegt's. Okay. Das sind die Andenken, die wir für den anderen hier sammeln sollen. So, da liegt auch wohl wahrscheinlich wieder irgendwas, oder? Nee, hier gibt's wieder eine. So. So, da sollen sich die mal drum kümmern. Aua. Ja, klasse, hier müssen wir sogar reingehen. Farming, komm. Ach, nee, doch nicht reingehen. Na, wer schlägt denn hier gleich rum? So geht's denn noch hier? Hier immer nur schlägern wollen, das gibt's noch. Dann hier drüben noch eine Flagge gesetzt. Die setzen wir auch noch. So, die nehmen wir mit. So, die Jungs kümmern sich schon drum. Aber bei dem kriegen wir sogar noch ein bisschen was. Dann sagt man hier auch mal noch hallo und dann... So, was will die Sumpfnase hier? Die Steinsängerin. Ja, ist ja alles okay. Hier muss wahrscheinlich wieder irgendwas leuchten. Ah, hier, die Axt sollen wir mitnehmen. Ich finde es cool, dass die auch irgendwo in der Wand drin hängen und... Farming! Geht doch! So, müssen wir hier auch irgendwas auf? Ach, Markets. Ach, das ist wieder so ein Zwischenboss. Cool. Das lädt immer noch auf. Ich kann das noch nicht tun. Wieso braucht mein
rotteliger Bär nicht an. Diese Fähigkeit ist noch nicht. So, geht's. So, diese Schlachtpläne haben wir auch. Und jetzt nur noch da hinten irgendwie die Sachen mitnehmen und... Oh, da fliegen wir hin. Man weiß ja nie. Das ist dann wahrscheinlich innerhalb der Burg, oder? Hallo? So, wir müssen hier mal rein. Ich weiß nicht, den schon kommen wir hier nicht rein, aber... So, heute ist ja Cocktailparty. Ich wette, ist wieder oben, oder? Also gerade wenn man die Burgen hat, die... Wenn sie irgendwo sind, dann sind sie immer im ersten Stock oben, oder? Oder nicht im ersten, sondern im zweiten Stock oben. So, den hier auch noch einmal. So, den schütteln wir auch noch einmal die Hand. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Der Affe hat ein bisschen was zum Kommentieren. Schon die nächste. Ja. Wenn halt wirklich jeder irgendwie was. So. Die wollen wir auch nicht haben. Können wir hier auch noch eine Flagge irgendwie setzen? Oder aber anscheinend wohl nicht. Ne, wir haben alles. Und schnell wieder raus aus dem Irrenhaus. Oh, hat er uns gesehen? Ich hoffe nicht. Ne, hier sieht es soweit gut aus. Okay, dann auf zurück. Ich brauche einen Rick unbedingt hier mit dabei. Allein ist es echt blöd irgendwie aufzunehmen. Und ich denke, es wird auch mir Spaß machen, wenn der Rick irgendwie mitmacht und seine Kommentare. Vor allem dann vergesse ich auch zwischendurch nicht immer so zu reden. Was ist euer Wunsch? Die eiserne Horde wird bald fürchten, so wie sie sollte. Wir müssen die eiserne Horde weiter zurückdrängen. Sie müssen erkennen, dass wir nicht tatenlos mit ansehen werden, wie sie unsere Brüder abschlachten. Willkommen in Orgrimmar. Konntet ihr euch irgendwelche Schlachtpläne beschaffen? Ja klar. Sehen wir uns diese Schlachtpläne mal an. Anscheinend hat die eiserne Horde sich mit den Schreckenfelsogern verbündet. Das wird schwieriger als ich dachte. Loktar. Habt ihr etwas gefunden? Ja klar. Drum, Karobina, diese Andenken werden uns für immer an unsere Helden erinnern. Vorwärts zum Sieg. Gut, morgen gibt's dann zwei neue Quests und ja, dann können wir die Zeit bis dahin ein bisschen überbrücken, bis dann das WoW-Add-on am Mittwoch-Donnerstag kommt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, nächste Folge wird's dann noch ein bisschen interessanter. Ich danke euch trotzdem, dass ihr so lange ausgehalten habt. Und ja, wir werden wahrscheinlich auch während WoW werden wir dann kleine Giveaways immer haben. Und ich muss jetzt erstmal hier auch alles bei mir wieder einstellen. Das geht gar nicht. Ich kann so nicht spielen. Gut, bis dann. Ciao, ciao.